Morgenstund hat Gold im Mund und damit willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins hier in dem Schnabbeldiwutz. Ich wusste gerade nicht, was ich sagen sollte und rede einfach weiter. Wir sind Level 18, jawoll! Und wir werden jetzt mal nachschauen, ob wir, bevor wir die nächste Hauptmission angehen, hier, nein, fast falsch gedrückt, ob wir unsere Ausrüstung vielleicht anpassen können. Denn ich sehe gerade auch Level 15 Schild. Da ist doch bestimmt irgendwas Besseres gedroppt. Was haben wir denn hier? Bronzeschild auf 17. Holzschild. Was nehmen wir denn? Ich mag das. So, da haben wir schon mal besseres Schild am Start. Und jetzt gucken wir mal bei der Waffe. Den Speer, ja, den würde ich ja ganz gerne behalten. Beziehungsweise mit aufleveln. Aber wir können mal gucken, was hier so gedroppt ist in letzter Zeit. Wir haben hier Festus Donnerkugel. Sieht richtig mächtig aus. Adrenalin beim Töten. Langsam, sehr stark. Mit ihr wirst du nicht belogen. Hast keine Angst und wirst erhört. Was haben wir auf Level 17? Einen Schotel. Technisch und tödlich. Diese heimtückisch gebogene Klinge wird um den Schild herumgeführt, um dem Feind seine Verteidigung zu entreißen. Komm, den Schotel nehmen wir mal. Der ist schön schnell. Und so eine richtig schnelle Waffe haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Müssen wir den Schotel mal aus hier. Was haben wir denn hier noch? Achso, hier mal Bomben. Und wir haben beim letzten Mal Fähigkeitspunkte bekommen. Und schaut mal, wir haben 5 Fähigkeitspunkte noch nicht eingesetzt. Dann lasst uns mal schauen, bevor wir die nächste Hauptmission machen. Was haben wir denn hier? Nebelwand drücke nach einem Nahkampfangriff oder nach dem Ausweichen Dreieck, um eine Nebelwand zu erzeugen. Was haben wir hier? Handelsvertreter. Du kannst Tierprodukte und Plunder mit 25% gewinnen. Das ist gut. Das ist gut. Für einen weiteren Verlauf. Passiv. Wenn du Gegner mit einem Hilfsmittel wie Verwesen... lassen wir mal weiter. Was haben wir hier bei Krieger? Entführen. Zieh einen gegnerischen Reiter von seinem Reittier und übernimm die Kontrolle darüber. Für 2 Punkte. Was haben wir hier? Schildsturm. Halte im Schildmodus. Kreis gedrückt, um schneller zu rennen und Gegner zu rammen. Das ist nicht schlecht. Erweiterte Combo. Du kannst einen zusätzlichen Nahkampfangriff anbringen, bevor der Gegner sich erholt. Den nehmen wir mal. Für 2 Punkte. Haben wir noch 2. Was haben wir hier? Adrenalin 2. Deine Adrenalinanzeige ist zu Beginn eines Konflikts immer voll gefüllt. Natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Höchstleistungsketten. Wurf. Drücke R1, nachdem du einen Gegner mit einem Höchstleistungsangriff getötet hast, um die Waffe zu nehmen. Ach, das war das. Okay. Adlerangriff? Sieh im Schwebemodus auf einen Gegner und drücke, damit Xeno ihn betäubt. Xeno hilft dir auch im Kampf gegen deine Gegner. Komm, das machen wir mal. Für 2. Das klingt ja heftig. Was haben wir hier? Bogenträger. 2 Bögen ausrüsten. Pfeilsammler. Was kommt denn hier noch? Verbesserter Raubtierbogen. Was haben wir hier ganz hinten? Elite-Weidmann. Wenn du in der Luft mit dem Bogen zielst, wird eine Zeitlupe aktiviert. Das ist ja geil. Das ist ja mega, oder? Das müssen wir im Laufe des Spiels noch machen. Das finde ich ja richtig cool. Bogenraserei und Jäger. Erhöht den Schaden all deiner Bögen um... Ah, ja, okay. Aber dieser Sprung ist natürlich cool. Was haben wir hier unten noch? Kettenattentat. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, vorerst haben wir alle Fähigkeitspunkte hier eingesetzt. Und dann können wir mal... Nein, wir gehen erstmal raus. Zu dem nächsten Schmied. Da werden wir unsere Waffe hier anpassen.
Den brauchen wir nicht. Wo ist der Schmied? Schmied, Schmied, Schmied. Da sehe ich doch schon was. Da oben ist doch das Zeichen. Genau. Dann werden wir unseren Schotel testen, wir den mal. Ach, nicht schlecht, nicht schlecht. Das gefällt mir. Rendepo Innocent interagieren. So, wir können auch mal ein paar Sachen verkaufen. Hier irgendwelchen Müll. Mal auch lange nicht gemacht. So, das spanische Zeppelin, das behalte ich noch. Den können wir mal verkaufen. Ich nehme es. So, was haben wir denn hier noch? Eonomie. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Ist gut. Und der kann auch weg. So, aufrüsten. Dann rüsten wir direkt mal hier unseren auf. Für 375. Zack. So. Haben wir auf Stufe 18 gebracht. Wie wir selber auch sind. Und machen dasselbe mit dem Speer. Ei, es wird immer teurer. Für 780. Aber leisten wir uns mal. Wir haben nicht genug Geld für Sekret. Kritische Trefferchance, kritische Trefferwirkung. Wenn er kommt, werde ich ihm anbieten müssen, mich in die Schuld. Sehr schön. Was haben wir hier? Kriegsbögen. Nein, nein, das musst du nicht tun. Ich habe mit Lebed Maharet über unsere Notlage gesprochen. Sie gab mir einen Beutel voller Münzen. Das reicht für ein oder zwei Monate. Diese Familie ist so groß. Das war teuer. Das war teuer. Aber den rüsten wir jetzt auch gleich mal aus, den Bogen. Ah, hör mal auf mit deinem Gedudel da. Das ist genau meinem Ohr. So, also. Ausrüstung. Zum Bogen. Und gleich unseren starken Eschenbogen hier. Nee, Blick des Schicksals. Das war der doch hier. Abgefahren. Abgefahrener Bogen. Direkt mit mehreren Pfeilen. Sehr, sehr geil. Allerdings müssten wir im weiteren Verlauf auch mal unseren Kescher erhöhen wahrscheinlich, ne? Durch den erhöhten Pfeilverbrauch müssten wir mal die Anzahl der Pfeile erhöhen. Da müssen wir gleich oder später nochmal nachschauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Aber jetzt werden wir als nächstes, wie versprochen, und endlich hier dieser Hauptquest nachgehen. Wo ist sie denn? Lügen des Skarabäus. Bayek trifft das Oberhaupt von Letopolis, Tahaka, um einen Plan zu schmieden, wie sie den Skarabäus endgültig ausfindig machen können. Sprich mit Tahaka in Letopolis. Genau. Und das werden wir jetzt tun. Und wenn wir schon mal 2000 Meter unterwegs sind, dann legen wir doch mal unser Navi an. Und reiten dorthin. Beziehungsweise lassen uns dorthin reiten. Gucken uns ein bisschen die Gegend an. Ach ja, die letzte Mission, die letzte Nebenmission. Was war das, ein Gefrickel? Ich sag's euch. Aber jetzt können wir endlich weiter mit Level 18. Und ich warte darauf, wann uns der erste Sandsturm mal hier irgendwo in der Ortschaft überrascht. Wir haben ja bei dem vorletzten Part, haben wir ja gesehen, in der Wüste diesen Sandsturm. Fand ich optisch sehr, sehr, sehr geil. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht nähert sich auch irgendwann so ein Sandsturm mal hier in wüstennahe Dörfer, wenn wir uns gerade da aufhalten, und verdunkelt die Gebäude. Könnte ich mir vorstellen, aber wissen tue ich es nicht. Oh, die Flusspferde.
arg gefährlich. Haben wir auch schon kennengelernt hier. Da muss man aufpassen, wenn man denen begegnet. Vor allen Dingen, wenn gleich zwei da sind. Hilft den Rebellen. Okay. Dann helfen wir den Rebellen. Mit unserem neuen Schotel. Und das sind wir desynchronisiert. Desynchronisiert, wollte ich sagen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir hätten eigentlich direkt auf dem Reittier bleiben sollen. Wäre besser gewesen. Wäre viel besser gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich da abgestiegen bin gerade. Aber manchmal macht man einfach dumme Sachen. Gucken wir mal, ob die noch da sind. Sonst versuchen wir es nochmal. Nicht gut. Oh! Haben wir entweder. Kommt da etwa ein Sturm? Wovon ich gerade gesprochen habe? Da ist noch eine Nebenmission. Aber gut, wir sind jetzt, wie versprochen, auf Hauptmissionskurs. Level 15 Soldat. Okay, den hätten wir kurz umhauen können. Hinfort. Neuer Ort, Letopolis, da sind wir doch. Und das ist doch ein wüstennaher Ort. Sogar sehr wüstennah. Ist ja schon fast in der Wüste. Aber wo willst du denn jetzt gerade hinreiten? Na, lass mal. Lass uns überraschen, Level. Führt uns hier über die Düne. Hier ist auch noch ein kurzes Gebilde. Da liegt bestimmt ein Schatz oder sowas drin. Könnte ich mir vorstellen. Das sind auch Fußspuren, die führen nach unten. Da wird gegraben. Hier werden wir später nochmal suchen. Oder bestimmt durch die Quest nochmal hinkommen, könnte ich mir vorstellen. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Ich mir doch fast gedacht, dass wir das irgendwann nochmal erleben. Aber das ist jetzt so, das war jetzt Zufall. Aber vielleicht passiert ja auch nichts. Mama, bist du sicher, dass es keine Geister sind? So, 240 Meter, 230 Meter. Und da sind wir schon. Dann sprechen wir ihn mal an. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Alles klar. Dann schenk mal schön Weinchen ein oder sowas. Ich habe Durst von der Reise. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka!
Sie greifen die Ruinen an! Vajek, komm, kämpf mit mir! Mann, 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 das war gerade noch rechtzeitig gekommen hier. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einreißen! Ich häng dran, Mann! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! So, das schon mal. Schlag diese Scheißkerle zurück! Damit du weißt, wo du dran bist hier. Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Das war das. Das gefällt mir gut. Dieser Special. Das gefällt mir sehr gut. Denn der ist sehr schnell, die Schlagfolge. Ich glaube, den behalten wir mal hier, den Schotel. Komm, auf den Taker. Erhol dich. Euer Blut wird meinen Garten wässern. Hinfort mit dir, du Unhold. Hinfort. Spür meine Klinge. Von allen Seiten. Ja, das war nicht dein Tag, mein Freund. So, weiter geht's. Wir schlagen alle in die Flucht hier. Das ganze Gesindel wird hier in die Flucht geschlagen. So ist es. Komm, Magi! Kämpf mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke! Okay, dieser aufgeladene Angriff dauert auch ein bisschen. Okay, das ist der Nachteil. Die Waffe ist ein bisschen kurz. Na also. Und hier müssen wir aufpassen, extremst aufpassen sogar gerade. Und der folgt uns, der folgt uns, der folgt uns. Okay, kritische Stelle. Jetzt nutzen wir nochmal die Tänzeltechnik. Zack! Das war der Schotel in Aktion. Und jetzt retten wir mal unseren Kollegen hier. Was du hinfort mit dir? Hinfort! Ich töte dich! Nee, das war ich. Plündern wir noch. Leichenplünderer! Hinfort! Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Mensch! Zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Ich bin schon dabei! Alright! Ich komme. Und ich glaube, das Aufrüsten war gut. Denn da haben wir ein, zwei Schläge mehr jetzt dadurch gewonnen. Oh, der hat auch Schotel. Zwei sogar. Was ist das denn für einer? Das ist wohl der Anführer, oder? Rumgetänzelt und in die Rippe. Und tschüss. Das war der Hals. Gott, er Hals. Rein. Die Räuber halten sich für Löwen.
Doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Kakerlaken sind das. Kakerlaken. Wir werden sie in die Flucht schlagen. Nope. Hinweg mit dir. Das, Hilfe! Oh, da ist er wieder. Der Bruder von dem eben. Mit seinem Doppelschwert. Na, komm her. Nope. Okay, war doch getroffen. Mist. Ja. Ich deine auch jetzt. Pass auf. Oh. Oh, oh, oh. Was ist das denn? So. Da kommt doch Freude auf. Aufstehen. Sonne scheint. Bayek, du kamst über sie wie so mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Okay. Dann bin ich gespannt hier auf die Geschichte. Mann, der ist aber fix unterwegs. Eben war er noch müde und jetzt macht hier einer auf Usain Bolt oder was? Mann, Mann, Mann. Ah, komm, da sind sie schon. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Ich bin da, ich bin da. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Jawohl. Schöne Ansprache. Gib den Weg frei. So, ich sag's doch, da kommen wir nochmal hin. Das sind doch die Ruinen hier bestimmt. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, ist doch nicht unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. So. Manchmal vergisst man hier die Automatik. Jetzt habe ich gerade eingestellt, aber jetzt hilft sie gerade nicht. Oh. Ah, okay, steigt ab. Gib den Weg frei. So, wo willst du eigentlich hin? Ich nehme an, zu Skarabäus. Oh, die Höhle sieht schön aus. Die sieht nice aus. Wie er sich robbt im Wasser. Sehr geil. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja, genauso wie wir. Neue Region. Nomos Inep Hedgi. Hedgi. So, das war das. Schön gearbeitet.
komm, räuchern wir sie aus hier. Wo ist denn Tarak? Ist er schon draußen? Ja, der ist an der Leiter. Hm. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Macht nichts, wir sind auch zu viert. Zack. Fehlt noch einer. Nein, zwei. Ich komme, Leute, ich komme. Ihr braucht mich gar nicht, oder? Wo sind die hin? Da oben. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Sonst bekommst du meinen Schotel zu spüren. Wie? Hauen die etwa ab? Die flüchten. Leute. Hinterher. Komm, spring. Ich hänge fest. Der gehört mir. Das werden wir noch sehen. So, da hilft ja auch dein Schild nichts. Oh, der ist gefährlich. Hier müssen wir mal raus. Hier ist zu eng. Zu eng hier drin. Hey, bleib hier. Wo willst du hin? Nix da. Nix da. Flüchten. Na, und du, und du, und du. Ich denke, der Boden verfehlt nie. Lauf, 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 da darf ich entkommen. Haltet den Gegner auf, ich muss weiter. Keine Munition mehr. Hinterher. Okay, reit hier. Komm, reit hier. Von wegen weiter. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Na komm her. Dafür lasse ich dich leiden. Hallo, hallo, hallo. Wo ist er? Komm, wechsel, 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 wechsel. Wieso lockst du dich nicht ein? Na endlich. So, einer noch. Wo ist er denn? Das war's. Das war's. Tarakra nach drinnen. Und da sind immer noch Banditen. Die haben wohl noch nicht genug. Was machen die da? Frisst das, du Ratte! Das hast du jetzt davon. Komm, Tarak. Es wird Zeit. Oh, er ist verletzt. Hoffentlich nicht zu schwer. Wieder rüber? Nee.
Wo führst du mich hin? Hoffentlich zu einem Schatz, einem Schwert, ein Schild. Gefangene! Sprechen wir erstmal mit ihm. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Okay. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. So, hier haben wir doch die Leiter, ne? Na also. Aber wir können mal kurz schauen, ob hier noch was liegt. Manchmal vergisst man auch mal zu plündern hier. Beziehungsweise man denkt nicht immer dran. Oh, den Schatz haben wir schon mal. Und 4000 EP. Zumindest in diesen Banditenlagern sollte man das nicht vergessen. Es lohnt sich meistens. Die beiden Kumpels lassen wir jetzt mal alleine. Und da wir ihn ja des Nächtens treffen sollten. Ah, jetzt werden wir überfallen. Ich wollte gerade... So. Gute Nacht. Und noch einer. Na komm her. Na, keine Pfeile mehr. Glück gehabt. Oh, Level 20. So, okay. Ich wollte sagen, wir switchen um zur Nacht. Denn das hören wir uns noch in diesem Part an, was er uns zu sagen hat. Tahak. Das hören wir uns noch an. Komm, mein Ross. Wow. Zzt, Autopilot. Ja, wir haben es ja nicht weit. 500 Meter. Ein Katzensprung in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Nacht. Die Atmosphäre. Wenn ich noch rauchen würde, würde ich jetzt eine Zigarette rauchen. Tütüt. So, das war doch gerade mal eine Minute. Ute. Links. Nee, nicht vor die Wand. Ich mach mal selber. Ist auch eng der Eingang hier. So, da sind wir schon. In Tahaks Haus. Oh, hat aber schön hier, ne? Nicht schlecht, man lässt. Hast du den Sandsturm gesehen? Man lässt es sich gut gehen. Ja, hab ich, komm, ja. Vater sagte, du bleibst zum Essen. Das ist ja cool. So ein Detail, oder? Kommt der Sohn raus und sagt, komm rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles?
Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Hey, was geht ab? Was geht ab? Bist dir nicht wohl? Nein. Ein Verräter. Das darf nicht wahr sein. Jetzt sind wir gefangen, oder was? Geholfen haben? Was für ein... Na, warte. Oh. Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Nein! Das war der Skarabäus. Komm, zieh dich hoch. Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Befreie dich aus dem Sand. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Das ist ein Fragezeichen. 400. Was soll man machen? Ich flieg mal hin. Ich konnte mich gerade nicht befreien. Nein, da ist das der Skarabäus. Ich glaub's ja nicht. Tahaka. Wir werden uns rächen. Gizeh. Und nun? Dem nächsten Fragezeichen auch noch folgen? Ich bin gerade nicht sicher. Halte gedrückt, um dein Pferd zur Hilfe zu rufen. Remo. Na gut, hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe dich enttäuscht. Komm, mein liebes Ross, komm her. Und zieh uns raus. Guter Junge. Oh, mein kleines Stück, mein kleines Stück. Das war knapp. Mögen die Götter dir gnädig sein. Weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Okay. Also, ihr Lieben, wir haben überlebt. Das ist die Hauptsache. Und wir haben einen Verräter entdeckt. Was heißt Verräter? Den Skarabäus himself haben wir entdeckt. Taharak, die kleine Drecksau. Im nächsten Part werden wir uns unsere Klamotten wieder beschaffen und ihm folgen. Und ihm seiner gerechten Strafe zuführen. Glaubt es mir. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du bist beim nächsten Part wieder mit dabei. Und ich liebe dich, mein liebes Ross. Ich liebe dich. Aufsitzen!
Bis zum nächsten Part und ciao. Aus den Sternen bin ich entstanden. Die Sterne werden mich auch wieder zu sich nehmen.